Fünf geheime Investmentstrategien von Warren Buffett schauen wir uns im heutigen Video an. Ich denke, das ist sehr interessant, weil man hieraus auch viel lernen kann und meines Erachtens einfach jeder Investor mal gehört haben sollte. Warren Buffett, mit einer der reichsten Menschen weltweit, hat hierbei gerade durch Berkshire Hathaway und der Holding einfach extrem viel Erfahrung und sich auch früh Millionen und Milliarden aufgebaut. Und das ist natürlich hier auch einer der ersten wichtigen Thesen, die er hat, und zwar reinvest your profits. Warum ist es so wichtig? Wir haben hier zum Beispiel ein Unternehmen vorliegen. Manche würden das vielleicht schon kennen, manche nicht. Das ist an sich egal, welches Unternehmen hier vorliegend ist, weil es geht hier um die Entwicklung. Und wir sehen hier eine extrem positive Preisentwicklung in der Vergangenheit. Und das ist natürlich gerade wichtig. Dividenden sollten stets reinvestiert werden. Falls Unternehmen verkauft werden, sollte das wieder reinvestiert werden. Time in the market beats time in the market. Generell sollte das Geld immer arbeiten, wertschöpfend angelegt werden. Wir haben hier zum Beispiel auf jeden Fall 26 Jahre, Warren Buffett hatte 174.000 Dollar. Das sind heute 1,4 Millionen Dollar. Er hat hier einfach extrem starken Profit, den reinvestiert und damit stark profitiert, um den Markt noch stärker auszuperformen und hier quasi noch diesen Hebel zu haben. Und das möchte ich euch hier auch nochmal hier zeigen, warum Reinvestieren so wichtig ist. Investitionen von 10.000, monatlich 50 Euro hier als Reinvestition, die wir als Dividende betrachten, von einer Dividendenrendite einfach von 2%. Dauer 30 Jahre, ist gesamt im Endeffekt investiert 27.000 und die Summe am Ende 311.000 versus 200.000. Und da sehen wir einfach diesen starken Unterschied, und zwar von 111.000 Euro. Und da ist natürlich dann wichtig und bereits erkannt worden, dass gerade die Reinvestitionen relevant sind. Kapital wurde zum gleichen Zinssatz angelegt und hier waren nur die Reinvestitionen der relevante Unterschied. 18.000 wurden im Endeffekt dadurch investiert und somit 82.000 Euro mehr Profit. Be willing to be different ist meines Erachtens auch eine sehr wichtige These, die er auch immer in Hauptversammlungen hier veröffentlicht. Warum? Wir haben hier Warren Buffett als bekannten Investor: Kaufe, wenn die anderen Angst haben, und verkaufe, wenn die anderen gierig sind. Aktuell befinden wir uns eigentlich vom Gier eher Richtung 4-Bereich. Das kann aber jetzt auch nochmal zu Quid umsteigen. Warren Buffett hat aktuell mit den größten Cash-Bestand, gerade historisch gesehen den größten, und dieser wartet natürlich, investiert zu werden, möchte aber hier gezielt eher investieren, wenn eine hohe Angst und Fear auf dem Markt herrscht. Und das ist natürlich auch immer wichtig, auch anders zu denken und nicht immer nur der Masse hinterher zu laufen, um vielleicht hier auch eine Überperformance zu erwirtschaften. Die meisten, nur noch rational, sind natürlich mit einem ETF am besten aufgestellt. Aber falls man den Markt outperformen möchte, sollte man hier gewissermaßen vielleicht auch anders denken. Bevor wir zu den anderen drei Punkten kommen, könnt ihr euch natürlich auch Kosten sparen. Da kommen wir auch später noch dazu, indem ihr euch bei einem Broker anmeldet, der einfach keine Gebühren hat. Finanzen.io, zero Gebühren, gratis Aktien, 4% Zinsen, Schweizer Aktien handeln, auch größte Auswahl an Assets, lohnt sich. Mein Link in der Videobeschreibung bekommt ihr die ganzen Boni, die hier aufgelistet sind. Und da kommen wir auch zu dem Punkt, das direkt passt. Watch small expenses. Ihr möchtet ja keine starken Ordergebühren und Steuern haben, aber wir schauen uns auch noch andere Dinge an. Und hier seht ihr Toilettenpapier. Was hat es damit zu tun? Vielleicht auch ein bisschen lustig, aber Warren Buffett erzählt diese Story teilweise. Und zwar, dass er zum Beispiel in ein Unternehmen investiert hat, relativ klein, Mid-Market, welches zum Beispiel hier das Toilettenpapier gezählt hatte, also wie viel Toilettenpapier hier verwendet wurde von den Mitarbeitern, und daraufhin wurde dann Betrug festgestellt. Es geht einfach darum, die Bilanz zu verstehen und die ganze Kostenstruktur des Unternehmens, um hier frühzeitig vielleicht Fehler und Probleme zu erkennen. Wir haben ja eine Bilanz vorliegen aktuell, 3 Monate vom Revenue von dem Unternehmen Hims und Hers. Aber das ist an sich auch nicht so wichtig. Es geht hier eher darum, vielleicht fällt es auch schon den einen oder anderen auf, ich hoffe, es fällt den einen oder anderen auf, dass wir hier einen starken Cost auf Marketing haben, und zwar 50% vom Revenue. Das ist bei Hims und Hers mit das Beste, was sie machen können, weil es sich rentiert. Nach 11 Monaten ist jeder Kunde amortisiert. Aber es sind Kosten, die hier trotzdem gegenberechnet werden sollten und betrachtet sollten, weil natürlich durch so hohe Ausgaben im Vergleich auch vielleicht Ineffizienzen entstehen könnten. Und das muss hier stetig überprüft werden und sollte auch stetig von jedem Investor immer betrachtet werden. Und das ist auch so eine Lesson, die ich euch auf das Herzen weitergebe: kleine Kosten und die Kostenstruktur sowie Gewinn- und Umsatzstruktur des Unternehmens verstehen. Know when to quit.
Warum? Weil natürlich wichtig ist, nicht zu stark im Greed-Bereich auszuarten und gezielt aus dem Unternehmen auszusteigen. Warum haben wir hier einen Rennfahrer? Auch eine Story von Warren Buffett. Warren Buffett hat hier in seinem jungen Alter versucht, hier gezielt auf Rennen zu setzen und hier Kapital rauszuziehen. Das hat aber nicht so gut funktioniert. Er hat einmal verloren, hat es nochmal probiert und hat nochmal verloren. Daraufhin ist er gequittet und hat sich diesem Glücksspiel nicht mehr zugeneigt. Darauf sehen wir, er ist gegangen, weil er sicher war, wenn wir uns die These wieder anschauen, no when to quit. Wenn er wusste, jetzt muss er gehen, jetzt lohnt sich nicht, ist er rausgegangen. Und das kann man natürlich auch auf Aktien perfekt anwenden. Hier nicht zu greedy werden, sondern auch Gewinn mitnehmen. Von Gewinnmitnahmen ist noch keiner arm geworden. Gerade Gewinnmitnahmen bieten hier langfristig natürlich Potenzial, in andere Unternehmen zu investieren, aber natürlich auch andere Marktphasen zu erreichen, um wieder günstiger zu investieren. Und das ist wichtig. Zu wissen, auch Gewinn mitzunehmen, liquidieren, umschichten, Cash aufbauen. Nicht zu gierig werden. Kommen wir zum letzten Punkt, der meines Erachtens vielleicht auch mit der wichtigste ist, weil da an sich auf drei, vier Weisheiten von Warren Buffett aufbaut, und zwar pick businesses, not stocks. Warum? Weil man natürlich das Business dahinter kaufen möchte. Was hier wichtig ist, Warren Buffett wird zum Beispiel häufig auch gefragt, warum man nicht in Google und Amazon investiert hat. Darauf antwortet er immer, ja, er fand es schwierig zu analysieren, hat IT nicht verstanden und deswegen nicht investiert. Er sagt pauschal, man möchte das Unternehmen ja kommen und verstehen. Jetzt überleg mal, geh in dich, verstehst du wirklich jedes Unternehmen komplett in der Portfolio, welches du investiert bist? Und da wirst du wahrscheinlich trotzdem auf ein, zwei kommen, welche du nicht 100% verstehst, wo du auch die kompletten Bilanzen und Kursstrukturen nicht wirklich darauf anwenden kannst. Und dann natürlich die Frage, ist das dann wirklich das beste Investment, welches du hier getätigt hast? Und das ist auch eine Weisheit, die Warren Buffett immer anwendet, später auch zum Beispiel doch in Apple investiert hat, aber nur in Unternehmen zu investieren, die er pauschal versteht und wichtig, die er jedem Kleinkind erklären kann. Es geht darum, wenn du ein Geschäft nicht, wenn du ein Geschäftsmodell nicht einem Kleinjährigen, einem Fünfjährigen erklären kannst, dann ist das das falsche Geschäftsmodell. Zum letzten Punkt ist sehr wichtig, dass du investierst, um langfristig zu profitieren. Gehen wir nochmal zum Beispiel zurück zur Anfangsgrafik. Haben wir gesehen, ja, investieren ist extrem wichtig, um hier vom Zinseszinseffekt zu profitieren und um natürlich hier auch dann langfristig ein starkes Portfolio aufzubauen. Wenn ihr ein Unternehmen nur in kurzfristig investieren möchtet, dann habt ihr der Investmentansatz in den meisten Fällen falsch gewesen. Weil ich möchte ja in ein Unternehmen investieren, was ich verstehe, was auf einem Markt ist, welcher enorm viel Wachstum mit sich bringt und möchte ja diese kurzfristigen Schwankungen und Marktrisiken mit ausblenden möglichst. Das war's von diesem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt mal in die Kommentare, welche Weisheiten ihr denn hier schon mal als Problem hattet und vielleicht auch andere Weisheiten, die ihr gewissermaßen vielleicht falsch angewendet habt. Ich bin hierbei, gerade bei den letzten beiden Punkten, finde ich sie meines Erachtens am spannendsten. Wir sollten hier schauen, dass wir ein möglichst starkes Unternehmen raussuchen, welches hier leicht Kindern erklärt werden kann und auf der anderen Seite wissen, wann man hier natürlich auch nicht zu so gierig wird und aus dem Markt aussteigt, um vom Zins zu profitieren und einfach viel Wachstum zu haben. Danke fürs Einschalten, euch noch einen angenehmen Tag. Meldet euch jetzt mit meinem Link in der Videobeschreibung bei Finanzmuseum Zero noch an.